Und wenn was nicht funktioniert, dann funktioniere ich nicht. Ich habe basically gerade den gesamten Albumplan über Bord geworfen. Ich schaffe das nicht. Wenn ich heule, dann professionelle tropfe ich so die Tränen raus. Hi, folgende Situation. Ich habe basically gerade wieder den gesamten Albumplan über Bord geworfen. Ich habe es einfach nicht mehr gefühlt. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Alter. Also ich bin jetzt die Tage wieder im Studio und dann machen wir Bestandsaufnahme. Ich erzähle dir dann alles. Wir nehmen auf. Im Studio? Wir nehmen im Studio Sachen auf. Okay. In 20 Minuten machen wir die Backings für Loyal. Ich glaube, grundsätzlich bin ich irgendwann so an einem Punkt angekommen, wo ich so das Gefühl hatte, dass ich die Sachen als Mittel zum Zweck mache, als würde ich so schwimmen einfach. Also ich habe gar keinen Grip. Ich verstehe die Welt nicht und ich verstehe die Regeln irgendwie nicht. Und ich muss trotzdem mitspielen. Mhm. Und es ist irgendwie frustrierend. Ah, ich finde den nicht. Dumm. Nein, nein. Dann. Nee, das passt nicht. Wenn was nicht klappt, dann ist es mein scheiß Gesicht, was dafür steht. Und wenn was nicht funktioniert, dann funktioniere ich nicht. Und sich davon irgendwie so zu trennen und das so, sich davon so abzugrenzen, dass das automatisch mein Ich ist, was nicht funktioniert, das ist auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das total schwer. Achso, warte mal, haben wir schon Ton? Nein, hier. Sorry. Hallo! Hallo, hi, na, wie geht's? Here we go. Muss ich was verändern? Muss ich irgendwie meine Musik verändern? Muss ich die Sprache verändern? Mein Aussehen verändern? Keine Ahnung, also es sind so super viele tausende Gedanken, wo ich auf jeden Fall nicht an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, kein Problem. Ich bin ich und so ist es in Ordnung. Hey. Weil ich in dieser Hinsicht so unsicher bin, probiere ich einfach rum. Dann denke ich so, ja, dann mache ich halt das, weil dann habe ich vielleicht mehr Erfolg oder mehr Zahlen oder whatever. Und dann ist es aber nicht besser, sondern worst case noch schlechter. Und dann denke ich so, ja, hä? Warum mache ich das dann überhaupt? Und mache mich irgendwie so verrückt und gehe irgendwie so einen Schritt neben mir die ganze Zeit. Und dann werde ich traurig. Bitte. Hey! Enjoy! Kreativität, lass sie sprudeln aus deinem Gehirn! Ich muss deine Story hochladen. Hey, hey! Jetzt geht's auch was zu essen, Mama. Wann ist dieses Album für dich erfolgreich? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das Album ist für mich erfolgreich, wenn ich damit glücklich bin. Und wie viele Leute das dann hören oder wie viele Streams das dann hat oder auf welchen Platz der Charts es einsteigt, ist komischerweise für mich in diesem Moment, ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben, egal. Nimmst du das jetzt parallel noch mit? Na, dieses Produkt, was du dir da für 3,99 bei Amazon geschossen hast. Ich kann mich selber auf mich nicht verlassen oder ich konnte mich selber auf mich nicht verlassen. Und es hat mich total gestört, dass ich nicht sozusagen wusste, da geht's hin und das mache ich und da kann ich jetzt sozusagen steady und cool hinlaufen. Das ist einfach schon immer mein Problem gewesen. Mhm. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht durchzuziehen. Ich schaffe das mental nicht und auch nicht von der Kraft her, ein konstruiertes Konzept durchzuziehen. No fucking way. Lass mich mal checken. Ich will mal gucken. Das wäre aber ein richtiger Wurf gelungen, du. Hey, oder? Ich finde es super geil und ich will es hier wieder. Mich nervt alles. Ich will Motivation haben und dann will ich diszipliniert sein.